Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swordy mit der 74. Ausgabe R3E Cars & Tracks und wir schauen uns heute das zweite Fahrzeug aus dem Gruppe 5 Update an. Und zwar die Nissan Silvia Turbo. Es gibt zwei Lackierungen. Einmal den weißen Blitz, White Lightning, der Spitzname des Autos. Eine echte Lackierung und einmal, weiß ich nicht, ob es die wirklich gab. Auf jeden Fall ist es die falsche Startnummer, die man hier hat, der falsche Fahrer, aber dazu gleich mehr. Wir nehmen trotzdem hier die Originallackierung, Schwierigkeit KI heute mal auf 100%, denn wir sind hier, ich denke mal mit dem Japaner, es ist irgendwie sinnvoll in Japan zu fahren, auf dem Suzuka Circuit unterwegs und ich weiß, dass ich da so gewisse Defizite habe und deswegen sollten wir hier vielleicht die KI nicht allzu sehr aufdrehen. Tageszeit ist wie immer Mittag, damit ihr möglichst viel seht. 15 Minuten Rennlänge, 23 Gegner get real, so wie sich das gehört. Und ab dafür. Wir haben am gestrigen 2.5. via Facebook einen Leckerbissen gepostet bekommen seitens S3S. Und zwar ein Bild, Ingame-Footage vom Audi R18 in Spa. Als Hommage an das 6-Stunden-Rennen in Spa, das ja auch vom Audi gewonnen wurde. Wobei das zu der Zeit natürlich noch nicht feststand. Wird Zeit. Spa ist jetzt auch schon seit einem Jahr ungefähr angekündigt. Der Audi seit vielleicht 1,5 bis 2 Jahren. So langsam wird es mal Zeit. Ich meine, wir haben jetzt erstmal mit den Gruppe 5 genug zu tun, so ist es nicht. Und ich finde die Dinger auch nach wie vor absolut geil und fahre ich richtig, richtig gerne. Das war auf jeden Fall jeden Cent wert. Was hat es gekostet? Und im Schnitt für welche, die noch keinen Content hatten, 15 Euro, 16 Euro, irgendwie sowas. Allemal ist es das wert. Gruppe 5 ist nahezu das Beste, wo gibt. Aber so ein Audi R18 e-tron? Spa-Francorchamps? Ich weiß ja nicht, das könnte man wirklich langsam mal so... Aber so wie das aussah, ich meine, das war ein Bild in der Eau Rouge, Audi A18 e-tron in der Eau Rouge, also in der Senke unten. Vom Cockpit aus sah schon gut aus. Ich denke mal, es wird jetzt einfach noch der letzte Feinschliff vollzogen und noch ein paar Streckenobjekte platziert und im Auto noch ein bisschen die Fahrphysik angepasst und hier und da noch optimiert. Und ich denke mal, dass da mittlerweile schon irgendwo das Wort soon mit dem obligatorischen TM hinten dran in der Gegend rumfleucht. Das heißt, in den nächsten 3 bis 6 Monaten sollten wir das Auto dann auch bekommen und die Strecke. So die Hoffnung. Das WTCC 2014 Paket warten wir auch noch, oder auf dasselbe warten wir auch noch. Könnte man eigentlich dann auch irgendwann mal... Weil das sah ja auch schon sehr, sehr fertig aus. Es fehlte... Ne, der Sound ist ja auch in der Mache gewesen, schon vor einem halben Jahr. Es fehlte dann eigentlich nur ein bisschen Fahrphysik vielleicht und... Manchmal fragt man sich als Kunde, also wirklich als Kunde, was dauert daran so lange? Wenn die vor einem halben bis Jahr Bilder von einem Work in Progress abliefern, wo das Ding bei ungefähr 90% steht, wo hapert es dann? Auf was wartet man? Ich kann es euch nicht sagen. Ich als Entwickler würde sagen, von dem, was ich gesehen habe, von den Kenntnissen, die ich persönlich habe über den Fortschritt, sollte es kein großes Hexenwerk mehr sein, das Ding jetzt innerhalb des nächsten Monats, also dieses Monats hier im Mai, zu veröffentlichen, das WTCC 2014 Paket, Spa und den Audi R18 e-tron. Aber man steckt nicht drin. Ich habe keine Ahnung, wie die Vorgänge bei Simbin oder Sektor 3 sind. Ich habe keine Ahnung, wie der aktuelle Stand wirklich ist oder ob man jetzt nur ein bisschen was aufpoliert hatte für einen Screenshot und ob dann zum Beispiel noch 3/4 des Cockpits fehlen, die Außenhaut nur zur Hälfte fertig ist, die LOD-Stufen fehlen. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch absolut nicht sagen. Deswegen, S3S wird seine Gründe haben, warum der Content noch nicht released ist. Und sei es nur, dass man sagt, wir haben zwar einiges jetzt lizenziert, kommen aber mit der Produktion nicht so weit hinterher, dass wir wirklich bis zum Jahresende genügend fertig bekämen. Deswegen strecken wir den Content, den wir schon fertig haben, über das Jahr, um so alle 2 Monate mal ein bisschen was rauszuwerfen, um so die Community, ich sag mal, weiter zu melken, naja, vielleicht nicht, einfach den Geldfluss kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Könnte ein Plan sein, aber ich kann es euch absolut nicht sagen. Ich will hier auch nicht spekulieren.
Ich bin froh um jedes bisschen Content, das rauskommt. Ich habe es schon mal gesagt, ich habe jetzt mittlerweile über 200 Euro in das Game investiert. Das ist jeden Penny wert. Ich habe hier Fun noch und nöcher. Ich fahre gerne gegen die KI, auch wenn sie mich manchmal zur Weißglut treibt. Es macht irrsinnig Fun, die Gruppe 5 Fahrzeuge zu fahren. Wir haben eine tolle Streckenauswahl. Wir haben riesig geilen Sound. Wir haben auch eine tolle Fahrzeugauswahl über verschiedenste Klassen hinweg. Wir haben schon so vieles in dem Game. Es fehlt zwar noch an allen Ecken und Enden. Wir sind aber auch erst in Version 0.0. 0. Punkt, ja? 3.0, irgendwie sowas. 0.3. Ja? Das hieß früher mal, man ist ungefähr zu 30% fertig. Der Multiplayer funktioniert für gewöhnlich. Richtig geil. Du kannst die tollsten Rennen haben. Habe ich auch jetzt wieder gesehen. Multiplayer-Videos habe ich letztens gerendert, also im Prinzip gestern. Hab da dann zur Kontrolle mal reingeschaut, ob auch der Ton synchron ist mit dem Bild. Was ich da dann teilweise gesehen habe, was wir für Zweikämpfe hatten. Perfekt. Du fährst da im Abstand von 1,5 bis 2 Zehntel hinter jemandem her und das ist alles bestens. Wir hatten allerdings an dem Abend, das war der Abend, wo die Gruppe 5 rauskam, riesige Probleme auch, weil die Server einfach überladen waren oder überlaufen waren. Man kam nicht ins Spiel rein, man konnte nicht auf den Server joinen. Passiert. Sollte nicht passieren. Es hätte bei S3S jedem klar sein müssen, dass das einen riesen Ansturm gibt. Es ist passiert. Man hat sich darüber aufgeregt, aber trotzdem. Wenn der Multiplayer läuft, dann läuft er 1A und der ist erst in der Alpha-Version. Andere Spiele betiteln sich selber mit der Version 1.1, nennen das Ding Gold, nennen das Ding Feature Complete. Und es ist eigentlich noch gar nichts drin. Und hier bei S3S ist man ganz klar in einer Beta-Version mit der Version 0.3. Hast du was gesehen? Man hat viel auf der Agenda, man macht vieles besser, man überarbeitet die Fahrzeugphysik von alten Fahrzeugen, man macht an allen Ecken und Enden. Nur als Kunde bin ich halt ein bisschen ungeduldig, ich möchte alles sofort haben. Aber ich kann auch die Entwicklerseite mittlerweile verstehen. Ich weiß, ich habe früher vor einigen Videos riesig auf S3S rumgeritten oder auf Simbin damals noch, dass nichts vorwärts ging, dass uns alles versprochen wurde, dass man auch weniger Konten machen soll, mehr Features und so weiter. Ich habe es mittlerweile verstanden. Ich weiß, S3S ist ein sehr kleines Studio. Ich weiß, dass die Content-Abteilung nichts, absolut gar nichts mit der Physik-Abteilung zu tun hat, mit der Feature-Abteilung zu tun hat. Das sind zwei komplett separate Baustellen. Ich weiß, dass das Geld an einigen Stellen knapp ist. Ich weiß, dass man Fehlentscheidungen in der Vergangenheit getroffen hat, die man jetzt langsam ausbügeln muss. Ich weiß mittlerweile sehr vieles. Und als Entwickler habe ich eben auch gewisse Einblicke in Arbeitsweisen, in Vorgänge, in Dauer von Prozessen. Deswegen ich euch allen sagen muss, haltet die Füße still. Es wird kommen. Da bin ich ganz, ganz fest der Überzeugung. Wir können uns einfach darauf freuen. Wir müssen den Jungs aber noch ein bisschen Zeit geben. Der Screenshot, den ich heute gesehen habe oder gestern gesehen habe, sah schon geil aus. R18 e-tron in Spa. Aber es wird wahrscheinlich noch seine Zeit dauern. Ich kann euch absolut keine Details dazu geben, weil ich habe sie nicht. Aber wir machen Fortschritte. Und einen dieser Fortschritte schauen wir uns heute an. Eben die Nissan Silvia. Auch wenn ich das Auto jetzt... Hoppala. Das ist mal wieder typisch. Wenn du nicht wenden willst, kommt der Arsch rum. Wenn du wenden willst, passiert gar nichts. Wir suchen uns ein schönes Fleckchen, ich weiß auch wo. Und dann schauen wir uns Strecke und Auto mal eben an. Hinter uns ein Skyline in der Originallackierung, mit gleichem Motor übrigens, aber dazu gleich mehr. Ich hoffe, euch hat das Intro jetzt nicht allzu sehr gestört, wo ich mal ein bisschen von der Leber weggesprochen habe. Ja, also ob die Silver hier ein Schritt in die richtige Richtung war, ich weiß nicht. Also von der Fahrwerke hätte er erst das Ding Bombe, von der Optik her. Hättet ihr nicht vielleicht eine andere Lizenz für Gruppe 5 bekommen können? Es gibt so viele schöne Gruppe 5 Autos. Und ihr musstet dann gerade, aber ich denke, viele unter euch sind auch absolute Nissan-Fans und Japaner-Fans und finden das Ding sicherlich affengeil und freuen sich tierisch, dass es drin ist. Ich komme einfach nur mit der Optik nicht so ganz klar. Von der Fahrerkette her ist das Ding wirklich wunderbar. Und das werden wir dann hoffentlich auch gleich zu sehen bekommen. Bevor ich es jetzt schon wieder vergesse, muss ich erstmal ganz kurz noch die Schaltung umstellen. Das könntet ihr auch mal bitteschön beheben, liebe S3S-Leute.
dass man hier automatisch die richtige Schaltung drin hat. So, wir fangen an heute mal wieder mit der Strecke. Das ist auch schnell abgehandelt. Also Suzuka kennen wir ja, ne? Suzuka, gelegen in Suzuka. Also der Suzuka International Circuit in Suzuka in Japan. Mit dieser charakteristischen Eigenschaft, dass sich die Strecke kreuzt. Gibt es nicht so oft. Eine klassische Figure-8-Variante. Die Strecke heißt im Japanischen übrigens Suzuka Sakito. Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum das Ding in Project Cars Sakito heißt, beziehungsweise die abgewandelte Variante. Man durfte ja Suzuka in Project Cars, soweit ich das herausgehört habe, aufgrund von lizenztechnischen Themen nicht Suzuka nennen und hat deswegen dann die Strecke auch leicht modifiziert. Die markante Kreuzung hier ist drin geblieben. Dafür gibt es allerdings die Hanale-Kurve nicht, sondern es geht hier entweder links ab oder man hat sogar noch einen Shortcut, der dann rechts im Prinzip durch den Berg führt und dann hier irgendwo wieder rauskommt. Das Ganze heißt jetzt eben Sakito. Und Sakito scheint im Japanischen eben für Circuit, also Strecke, zu stehen. Ja, 1900 und, lass mich ganz kurz gucken, 65 oder 69? Super. Beide Varianten falsch. 1962 wurde diese Strecke als Teststrecke von Honda erbaut. Nach Plänen von unserem holländischen Hermann Tierke der damaligen Zeit, und zwar dem Hans Zumholz, der ja auch für Solda und Sandfort verantwortlich zeichnet. Man hat einen kleinen Vergnügungspark nebendran gebaut, von dem hier so schemenhaft ein paar Sachen, die wichtigsten Elemente zu erkennen sind, und zwar für die Familien der Mitarbeiter und für die Mitarbeiter auch selber. Man hat also hier seitens Solda auch was für die Familien getan. Man hat aber eben auch eine sehr interessante Rennstrecke gebaut, die so ziemlich alle Elemente einer Rennstrecke enthält oder alle Elemente enthält, die eine Rennstrecke haben könnte. Das heißt, schnelle Kurven, langsame Kurven, fließende Kurven, Wechsel, Schikanen, Hanalkurve, ja, eigentlich alles, was man eben auf einer modernen Rennstrecke so finden kann. Und das ist eben schon so ein paar Tage her, das Ganze. Wird immer noch genutzt. Unter anderem von Honda. Gehört denen auch immer noch. Wird aber auch von der Formel 1 befahren. Aber dazu gleich mehr. 1962 also erbaut das Ganze. Und es hat sich seither in der grundlegenden Layout nicht so sonderlich viel getan. Es gab allerdings über die Jahre etliche Umbauten. Also man hat einiges mal angepasst. Ich glaube auch hier in diesen ersten beiden Kurven wurde ein bisschen Hand angelegt. Diese S's hier sind eigentlich immer so geblieben, wie sie anfangs gedacht waren. Hier hat man ein bisschen nachkorrigiert, die Kurve ein bisschen weiter reingezogen. Im Jahre, lass mich ganz kurz lügen. Da, 1987. Der zweite, markantere Umbau war hier die Degner-Kurve. Das war früher mal in den Anfängen eine durchgehende Rechtskurve, die so ein bisschen weiter rausschwang und dann da unten durchging. Und seit 1987 haben wir hier diese etwas spitzere Doppelrechts, die allerdings auch ihre gewissen Tücken hat. Ich finde es nicht verkehrt. Hat halt eine gewisse Jetzt habe ich mich hier irgendwo festgefahren in diesem blöden Zaun. Geht doch. Also es hat eine gewisse Herausforderung. Ich glaube, das ist so ein bisschen besser, ich sage es einfach mal besser, als es früher der Fall war. Nichts Genaues weiß ich aber nicht. Ich bin leider die alte Version nie gefahren, aber ich finde, es ist schon eine gewisse Challenge, diese Degner-Kurve doppelrechts korrekt zu nehmen. Im Jahre 2004 hat man für die Motorrad-WM hier diese Schikane eingebaut. Ich habe mich immer gefragt, wofür ist dieses Ding gut? Weil wird ja in keiner Rennserie befahren. Doch, nee, auch nicht. Also sie wird eigentlich nicht befahren, wurde glaube ich nie befahren. Die Motorrad-Weltmeisterschaft hätte hier diese Variante wählen sollen. Das ist also das Motorrad-Layout seit 2004. Diese Kurven hier hinten hat man auch ein bisschen zusammengestaucht, glaube ich, im Laufe der Zeit. Aber jetzt nicht so wirklich markant, dass es auffällt.
Eine weitere Änderung ist passiert hier in der 130R. Die war früher auch eher etwas ausladend. Also ich würde mal sagen, die ging bis hier raus. War sehr weitläufig und wurde dann im Jahre 2002 durch eine etwas spitzere Variante ersetzt, die also hier erstmal einen ziemlich spitzen Knick macht, bevor sie dann sich wieder öffnet und hier auf diese Schikane, die ist seit 1983 der erste richtige Umbau der Strecke, gibt. Ja, 1983 also diese Schikane hinzugekommen in irgendeiner Variante. Sie wurde dann später nochmal erweitert um diesen diese Variante halt der Schikane. Dann gab es zwischendurch noch eine, die erstmal diese Variante durchfuhr und dann hier nochmal eine weitere Schikane gebildet hat für die Motorradweltmeisterschaft. Also mit der Motorradweltmeisterschaft ist auch irgendwie ein leidiges Thema. Also 1983 kam diese Schikane erst hinzu. Früher ging es einfach munter auf die Start- und Zielkurve zurück, weil eine Gerade ist es ja nicht. Ost- und Westkurs gibt es seit 1962, seit der Eröffnung. Und die Strecke hat sich eben im Charakter nicht viel geändert. Es waren Detailanpassungen, wie eben eine kleine Schikane, die reinkam, wie eben das etwas Abhärten gewisser Kurven wie der 130R oder da hinten der Degner-Kurve. Aber es ist von der Grundcharakteristik her wirklich die gleiche Strecke wie seit 50 Jahren. Finde ich gut. Gibt nicht viele Strecken, die das von sich behaupten können. Schaut euch zum Beispiel Hockenheimring an. Da hat sich im Laufe der gleichen Zeit sehr viel mehr getan. Dann schauen wir mal, was haben wir denn noch auf unserem Zettelchen stehen. Der letzte Umbau 2009, da weiß ich gar nicht, was da passiert ist. Ah doch, genau, da ist die Boxeneinfahrt ein bisschen nach hinten verlegt worden. War früher hier seitlich und jetzt ist sie hier hinten. Marginale Änderung. Wie gesagt, es sind alles nur kleine Anpassungen, kleine Feinheiten, die man im Laufe der Zeit gemacht hat. Das zeigt aber nur, wie gut das eigentliche Layout von Hans Hugenholz schon war. 5807 Meter lang, das Ganze und somit eine der längsten Rennstrecken. Normalerweise hat eine Rennstrecke so ungefähr 4,5 Kilometer. 5807 Meter ist schon ziemlich umfangreich. Und die hat wirklich alles, was das Herz begehrt. Sehr schnelle Kurven, sehr langsame Kurven und mit diesen S's da vorne ziemlich knifflige Kurven. Dann gucken wir noch, was haben wir denn hier? Nicht mehr viel. Nur noch, welche Rennstrecken hier wann zu Gast waren. Und zwar die Formel 1 seit 1987, mit Ausnahme von 2007 und 2008, war sie jedes Jahr hier zu Gast. In ihren ersten Jahren besonders dann auch als Saisonfinale und somit hat man hier relativ viele Weltmeisterschaften entschieden. Heutzutage ist Suzuka, glaube ich, irgendwo mitten in der Saison. Bin mir gar nicht so sicher. Ich kenne den Kalender nicht auswendig, nicht in der Reihenfolge zumindest. Aber immer wieder ein interessantes Rennen. Letztes Jahr leider verhängnisvoll. Jules Bianchi ist hier unter ein Bergungsfahrzeug gerutscht im Regen und liegt seither im Koma und tut das immer noch. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. So die Worte der Ärzte. Unschönes Szenario. Trotzdem eine sehr, sehr schöne Strecke, die wirklich viele Herausforderungen bietet und nicht einfach zu meistern ist. Die WTCC war hier zu Gast, war bis 2013, glaube ich. Oder war man letztes Jahr noch? Ich glaube, bis 2013 ist man den... Ich kann es mir nicht merken, welches der Ost- und der Westkurs ist. Ich glaube, das ist der Ostkurs, der hier in diesem Shortcut mündet. Den ist man gefahren mit der WTCC 2014, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ist man in den Grand Prix-Kurs gefahren? Ich weiß, in dem letzten Jahr, dass die WTCC hier verbracht hat, ist man in den Grand Prix-Kurs gefahren. Ob das jetzt 2014 oder schon 2013 war, weiß ich gerade nicht. Ich glaube aber 2014. Und heutzutage fährt man in Fuji? Oder auch Motegi? Ich weiß es nicht. Hätte man nachschauen sollen. Auf jeden Fall war die WTCC hier einige Jahre zu Gast. Einer der größeren Veranstaltungen. Die Motorradweltmeisterschaft war 62 bis 65 zu Gast und dann von 87, Entschuldigung, bis 2003. 2003 hat man dann hier diese Schikane so ummodifiziert, dass man hier noch eine Doppelschikane hatte. Einmal da rein, dann hier irgendwo nochmal durch die Schikane zurück auf Start und Ziel, weil es irgendwie ein paar Unfälle gab. 2003 gab es dann noch einen großen Unfall, weswegen man
gebaut hat, umbauen wollte und dann dort oben diese Motorradschikane eingebaut hat. Allerdings hat es der Film nicht gereicht. Der Fédération Internationale Motorcycle oder irgendwie sowas. Weswegen man diese Schikane wahrscheinlich überhaupt nie befahren ist. Naja, also 2003 war dann Ende der Motorrad-Weltmeisterschaft hier auf dem Suzuka International Circuit, weil man irgendwie um die Sicherheit ein bisschen besorgt war, die Umbaumaßnahmen nicht weit genug gingen. Dafür hat sich die Strecke ihren Charakter behalten und heutzutage gibt es immer noch das klassische 8-Stunden-Rennen von Suzuka, wo die Größen der Größen mit waren. Ich glaube, dieses Jahr ist Casey Stoner mit dabei, der sich da hinter den Lenker klemmt. Letztes Jahr war es Kevin Schwanz, glaube ich. Also hier tritt dann wirklich immer mal wieder einer aus der alten Garde mit an zum 8-Stunden-Rennen. War nicht sogar Tom Lüthi oder Domi Ergata mal dabei? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer war da auf jeden Fall von den aktuellen Fahrern auch mal zu Gast und war gar nicht mal so schlecht unterwegs. Auf jeden Fall ein Spektakel. Und ansonsten hat man hier natürlich noch ein paar japanische Rennserien, die Super Formula und die Super GT. Die Super GT ja im Prinzip die japanische DTM. Und lass mich lügen, in 2 Jahren soll das erste gemeinsame Rennen stattfinden von... Oder soll die nicht das erste gemeinsame Rennen stattfinden, sondern das erste gemeinsame Reglement kommen von Super GT, DTM und irgendeinem amerikanischen Pendant, von dem ich schon nicht mehr weiß, wie sie es. Das heißt, irgendwie Turbomotoren V6 2 Liter? Irgendwie sowas, Daumen mal Pi, für alle drei Großnationen verpflichtend. Da bin ich mal gespannt, wie das denn in der DTM abgeht, wenn die mit japanischer Technik im Prinzip fahren. Und nicht mehr mit den V8-Saugmotörchen. Naja, so viel zu Suzuka. Viel war es ja nicht, was ich erzählen konnte. Wir schauen uns jetzt hier mal dieses Auto an. Ja. Schau noch mal ganz kurz, ob ich zu Suzuka irgendwas zu sagen habe. Nein. Super. Dann geht's jetzt weiter hier mit der Nissan Silvia Turbo. Wo fangen wir denn an? Ich würde sagen vorne. Nissan Silvia grundsätzlich 1964 bis 2002 in 7 Generationen gebaut. Stimmt so nur halb, denn eigentlich war das der Nissan 200 SX, beziehungsweise dazu ein 200 SX, der von 64 bis 2002 gebaut wurde. Lediglich 2 Generationen davon hatten den Beinamen oder hatten in Europa und Japan den Namen Silvia. Soweit ich das jetzt von Wikipedia richtig runtergelesen habe. Und zwar war das die 3. und 4. Generation. Die 3. Generation der S110 interne Typenbezeichnung war in Nordamerika verkauft als Datsun 200 SX und in Europa als Nissan Silvia. Wurde gebaut 1979 bis 1983. Hatte einen 1,8 Liter bis 2,2 Liter Reihen Vierzylinder, 105 bis 135 PS. 147 bis 196 Newtonmeter, wog 1005 bis 1195 Kilo und war maximal 180 km/h zügig. War also für die damalige Zeit, denke ich, schon ein recht sportliches Fahrzeug von den Japanern. Den Turbo gab es übrigens nur mit 5-Gang-Getriebe, 5-Gang-H-Schaltung. Andere Modelle gab es dann auch mit 3-Gang-Automatik, die auch im Nachfolgemodell... Nein, das stimmt gar nicht. Im Nachfolgemodell war es eine 4-Gang-Automatik. So, 4. Generation 1983 bis 1989, interne Typenbezeichnung S12. Ich werde übrigens mal kurz die Ansicht wechseln. So. Der Nachfolger, also der S12, wurde in den USA wieder als 200 SX, diesmal allerdings von Nissan, verkauft, nicht unter dem Markennamen Datsun. In Europa und Japan lief das Ganze unter Nissan Silvia. Ebenfalls ein rein Vierzylinder verbaut, mit 1,8 bis 2,0 Liter diesmal nur. Mit 90 bis 188 PS, also da hat man ein bisschen aufgestockt. 133 bis 235 Newtonmeter Drehmoment, auch da hat man ordentlich zugelegt. Also das Ding wurde deutlich sportlicher in der 4. Generation. 4-Gang-Automatik oder wahlweise 5-Gang-Schalter, das war die Option. Man hat der Automatik also einen Gang mehr verpasst. Es gab noch einen 3-Liter Saugmotor, 6-Zylinder mit 160 PS, ein bisschen Schwäche auf der Brust, 236 Newtonmeter dafür an Drehmoment. Und insgesamt war diese Produktpalette 960 Kilo bis 1240 Kilo, also hat eine etwas größere Bandbreite als das Vorgängermodell. Mitte der 80er Jahre hat so ein Ding etwa 30.000 Mark gekostet, was heute etwa 27.000 Euro wären. War ein relativ preisgünstiger Sportler, die 3. wie 4. Generation. Also grundsätzlich die Silvia ein
sehr sportliches Fahrzeug. Warum erzähle ich euch jetzt was über die dritte und die vierte Generation? Ganz einfach. Das Ding, was wir hier vor uns sehen, ist ein, ich sag mal, Hybrid. Ja, auch nicht. Okay, wir fangen wieder vorne an. Es war einst 1981. Nissan baute ein Auto für die Super Silhouette Series, die man in Japan vorfinden konnte, im Rahmen der Fuji Grand Championship Series unterwegs war. 1981 war noch Stand dritte Generation des 200SX, also mit die erste Generation der Silvia. Man hat das Auto auch so aussehen lassen, war alles super, sah halt aus wie eine Silvia der Zeit. Das hat sich geändert mit dem Jahrgang 82. Und zwar hat man 82 dann eine Frittentheke draufgebaut. Bis dahin war das Auto eigentlich wirklich eine Silvia mit diesen breiten Backen, aber ansonsten wirklich eine Silvia. Dann 82 kam dazu der Heckspoiler. Hat den Japanern immer noch nicht gereicht, denn man war der Meinung, wir bringen doch 1984, also in zwei Jahren, bringen wir doch ein neues Auto raus. Lass uns doch schon mal ein bisschen Werbung machen. Lass uns doch schon mal das Facelift ankündigen. Lass uns das Facelift mal anwenden. Gesagt, getan. Deswegen auch Hybrid. 1983 ging man dann nämlich mit der Silhouette der vierten Generation an den Start. Das ist markant daran zu erkennen, dass hier vorne diese ganze Leuchteneinheit komplett anders ist als damals. Daran erkennt man es sehr leicht. Es ist allerdings immer noch im Produktionszeitraum des alten Silvia gewesen oder der alten Silvia gewesen. Man wollte damit aber schon mal auf die nächste Generation hinweisen. So gut, so weit. Warum es allerdings nur ein Pseudo-Hybrid ist und kein richtiger Hybrid, ist ganz einfach. Man ist hier in der Super Silhouette Series unterwegs. Warum auch immer bei den Japanern immer alles super sein muss, man die Super GT, Super Formula, Super Silhouette, ist mir aber letzten Endes egal. Man ist hier wirklich in der Silhouette-Serie. So wie die DTM heutzutage auch nur eine Silhouette-Serie ist, so wie die V8 Supercars eine Silhouette-Serie ist. Man hat unten drunter Einheitstechnik, man hat unten drunter reine Rennsporttechnik und man stülpt dann ein Kleidchen drüber, das aussieht wie ein echtes Auto. Okay, was eventuell mal hätte aussehen können wie ein echtes Auto. So breit ausgestellt war eine Silvia nie. Man konnte sie zwar mit Kotflügelverbreiterung kaufen, aber das waren dann keine 20 cm, sondern das waren vielleicht 1,5. So, also man hat hier unten drunter Rennsporttechnik, stülpt eine Karosserie drüber. 81 wie 82 war es eben die der dritten Generation Silvia, oder der dritten Generation 200SX, der ersten Silvia. Und dann 83 ist man auf das neue Design umgestiegen, das man dann für das Jahr darauf in der Produktion einsetzte. So, hätten wir das erstmal soweit geklärt. Ich sagte, unten drunter steckt Rennsporttechnik und das ist auch ernst zu nehmen, denn das Chassis von diesem Hobel ist ein Formel 2 Chassis der damaligen Zeit. Ganz so brachial geht es heutzutage nicht mehr ab. Die DTM Chassis sind zwar schon ordentliche Geräte, aber das ist keine Formel 1 Technik oder Formel 2 Technik, weil es die Formel 2 nicht gibt. Es ist aber doch noch sehr, sehr ordentliche Technik, die unten drunter steckt. Hier hat man sich wirklich einer Formelklasse bedient und daraus das Chassis genommen. Der Motor ist ein Rennmotor der Firma Nissan. Steht ja auch auf dem Motorblock. Und zwar haben wir hier einen 2,1 Liter rein Vierzylinder, der von der Firma Tomei getuned wurde. Wir fahren hier nicht mehr mit den popeligen unter 200 PS, die die Serie anbot, sondern 570 PS, beziehungsweise in den Anfängen 500 PS, später dann aber 570 PS, 539 Newtonmeter, also auch das hat eine deutliche Steigerung erfahren. Man hat dem Ding halt einen ordentlichen Turbo reingeknallt, der auch ordentlich Ladedruck bekommt. Meine Rennmotoren müssen jetzt nicht so lange halten, wobei die Ausgangslage war ja schon ein normaler Rennmotor und kein normaler Straßenmotor. Mit dem Auto fuhr übrigens seinerzeit Kazuyoshi Hoshina. Deswegen sage ich, der Name, der jetzt draufsteht, oder mit dem wir fahren, ist nicht richtig. Der fuhr mit dem Auto auch in der Gruppe 5. Das hat mit einem Straßenauto dann wirklich nicht mehr so viel zu tun. Das Auto hat den Spitznamen bekommen White Lightning.
weiß und Blitz, passt ja irgendwo. Die Lackierung übrigens wurde beibehalten über alle 3 Jahre. Das Auto drunter hat sich zwar komplett geändert, aber die Lackierung war die gleiche. Was hier dran nicht so ganz stimmt, ist die Startnummer, denn das ist eigentlich die 23. Aus einem ganz einfachen Grund. Die 2 steht für, oder heißt im Japanischen Ni. Und die 3 San. Deswegen hat man die 23 genommen, um seinen Namen darzustellen. Sehr einfallsreich, die Japaner, sehr einfallsreich. Ich bin von der Optik dieses Fahrzeugs absolut nicht angetan. Das sieht irgendwie... Hinten sieht es aus, als hätte man so eine Halskrause vom Hund genommen und die dem Auto übergestülpt. Ich finde das wenig ästhetisch. Von der Seite her mag es noch gehen, wenn man da irgendwo aufhört zu schauen. Von vorne sieht es so aus, als hätte man irgendwie ein Kuchenblech übergehabt und das unter das Auto geschnallt. Ich meine, schaut euch ein Zackbeat Capri an, da hat man es richtig gemacht. Da hat man einen flüssigen Übergang von der Nase in das Kuchenblech. Und hier hast du, ja, du hast ein, es sieht aus, als hättest du das Fahrzeug irgendwo reingefahren. Ich weiß nicht. Die Silvia, die gefällt mir rein optisch null. Sie sagt überhaupt nichts. Die spricht mich nie an. Aber von den Fahreigenschaften her ist das Ganze wiederum eine ganz andere Nummer. So, wir schauen mal ganz kurz, was ich noch zu diesem Auto zu erwähnen hätte. Das Auto steht übrigens heute immer noch bei Nissan, also es existiert noch, das Originalauto aus den 80ern, und wird jährlich für, ich glaube, die Nismo-Messe rausgeholt und dort dem Publikum präsentiert. Interne Typenbezeichnung dieses Fahrzeugs ist KS110, angelehnt an die interne Typenbezeichnung S110 der dritten Generation vom 200 SX. Allerdings mit einem K vorne vorweg für Kennsport. Oder Kultsport oder ach, keine Ahnung wofür. Pushen 270 vorne, 350 hinten. Also, das muss man sich mal geben. 350er Pushen, da ist schon ordentlich Grip hinten. Leider können wir den aufgrund der Vollverkleidung nicht sehen. Interessant ist auch, dass man unterschiedliche Reifengrößen oder Rädergrößen hergenommen hat. Hinten eindeutig einiges größer als vorne. Ja, man hat hinten also Traktion gesucht, weil 570 PS musste erstmal irgendwo hinbringen. Schöne Sidepipes, die hier hinten rauskommen. Dann können wir mal gerade... Ja. Funktioniert gut. Das kann er. Also Sound, denke ich, kann er ganz gut. Fahrleistung kann er richtig gut. Nur Aussehen. Na gut, mir gefällt die Straßen-Silvia auch nicht, von daher... Alles Geschmackssache, ich weiß, alles Geschmackssache. Nur die beiden Japaner, na, beim Skyline geht's fast. Wenn man den nicht von hinten betrachtet, sondern nur von vorne oder seitlich, geht der Skyline. Die Silvia, egal. Von drin wird's nicht besser, von daher brauchen wir uns da auch nicht großartig Hoffnung machen. Der Motor ist der gleiche wie im Skyline. Das ist wirklich exakt dasselbe Aggregat, das man da verbaut hat. Nicht dasselbe, das gleiche Aggregat, das man verbaut hat. War also im Rennsport anscheinend nicht so unerfolgreich. Viel mehr habe ich zu diesem Auto nicht zu sagen. Doch, heckangetrieben logischerweise, 1050 Kilo bringt es auf die Waage. Ja, mehr habe ich jetzt aber zu dem Auto wirklich nicht mehr zu sagen. Wir werden uns jetzt noch mal ganz kurz hier rein begeben. So, wir haben also irgendwo einen Schaltknüppel, der sieht sehr ulkig aus. Dann würde ich mal sagen, einen... Bremsballons, die wir da verstellen können. Oder aber ein Turrettchen. Ne, das müsste Bremsballons sein. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen, dieser Regler hier. Ein sehr simples Lenkrad, das ist ja noch nicht das Thema. Aber schaut euch mal an, wie nackt und ausgeräumt das Auto ist. Klar, ich mokiere immer von wegen, das Ding hat keinerlei... warum fahren die noch das Gewicht des Armaturenbretts mit rum? Das hier wäre die Alternative. So sähe das Ganze aus, wenn man ein Auto wirklich ausräumt. Naja. Gefällt mir nicht. Ist so. Sorry, aber rein optisch, wie gesagt, komme ich mit dem Auto nicht so ganz klar. Aber ein Auto muss ja vor allem schnell und sportlich sein. Und ich glaube, das können wir mit der Silvia richtig gut erreichen. Das werden wir jetzt auch gleich mal ausprobieren im Qualifink. So, End Session.
Die erste Runde fahren wir mal von außen, dann könnt ihr den Sound noch mal ein bisschen bewundern. Gehst du aus meinem Auto raus, du Mechaniker, du? Ich bin jetzt ruhig und ihr hört. Entschuldigt bitte, dass ich das Auto gerade zwei, dreimal unangespitzt in die Wand gerammt habe. Ihr wisst ja, ich kann von außen nicht fahren und ich bin das Auto bisher auf der Strecke auch noch nicht gefahren. Ich hätte es da vielleicht ein bisschen langsamer angehen lassen sollen. Naja. Jungs, mehr als Platz machen kann ich nicht. Och komm, zu blöd eine Corvette zu fahren, ja? Honk. Siehste, so macht man das. Eieieiei. Okay. Bevor es weitergeht, würde ich sagen, müssen wir gleich mal in die Box gehen. Und da mal direkt runtergehen. Ne? Vielleicht noch ein bisschen hoch. Und dann machen wir hier mal den üblichen. Fragt mich nicht, was ich treibe. Aber es scheint in letzter Zeit gut zu funktionieren. Deswegen mache ich es gleich wieder. So. Turbo Ladedruck, lese ich das soweit falsch ab? Ne, sogar 2,5. Okay. Ist ja nur ein Rennmotor, ne? Da muss ja nichts, keine Standfestigkeit beweisen. Hey, ganz ruhig, meine Kleine. Also vom Fahrspaß her ist das Ding schon geil, vom Fahrfeeling her auch. Nur die Optik müsste man halt mal austauschen. Da es ja ein Silhouette-Car ist, sollte das auch kein allzu großes Thema sein. Aber nicht mehr heute. Übernächste Folge werden wir dann übrigens den Motor nochmal erleben, und zwar in dem da vorne, den ich ja von hinten auch absolut misslungen finde. Ich habe einen Designstudenten dran gesetzt, der sich einmal Lineal genommen hat und dann ein Autoheck gezeichnet hat. Von vorne und besonders von der Seite sieht er schon, also von vorne sieht er okay aus, von der Seite sieht er richtig geil aus. Nur von hinten ist er absolut lieblos gemacht, der Skyline. Ui, 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 nicht untersteuern. Ich weiß, bin ich selber dran schuld, ich habe ja hinten den Heckflügel hochgeschraubt. Wieso sollte das Auto dann auch nicht
untersteuern. Naja. Ich denke mal, Heckflügel ist nicht unbedingt verkehrt bei dem Ding. Oh. Ich bin mal gespannt, was wir hier für eine Rundenzeit zusammenbringen. Ich glaube, sie wird nicht allzu gut. Ich glaube, 100% KI-Stärke könnte dann schon zu viel sein. Eieieiei, 130R geht ja gar nicht. Achtung, Jungs, da kommt einer, der sich gerade mal verbremst. Au! Ah. So, versuchen wir es nochmal. Die Beschleunigung ist schon nicht schlecht, ne? 260 haben wir jetzt auf der Uhr. Die könnt ihr selber ablesen. Ich bin schon lange nicht mehr in Subzucker gewesen. Also hier in R3E. Hat sich im Multiplayer einfach nicht mehr angeboten in letzter Zeit. Ein bisschen hebel ich noch auf Mac. Und wie viele Sekunden sind wir hinten dran? 1,7. Ich glaube, wir müssen doch ein bisschen den Heckflügel wieder reduzieren und dafür mehr Weichheit auf den Vorderwagen geben. Weichheit. Also ich meine, den Vorderwagen ein bisschen weicher abstimmen, weil ihr seht ja, wie viel das ihn untersteuert. Aber jetzt möchte ich gerne erstmal überhaupt eine Runde fahren. Das Problem ist natürlich, Suzuka mit seinen 5,8 Kilometern ist sehr, sehr lang. Dementsprechend auch die Rundenzeit von über 2 Minuten. Und man hat jetzt nicht viele Möglichkeiten, mal was auszuprobieren. Oh, 2,9 Sekunden. Und ungültige Runde. Gut. Es hätte ja aufpassen können. Ich musste auf jeden Fall früher bremsen, das ist klar. Die setzen wir mal ein bisschen runter. Die setzen wir auch runter. Und dich erst recht. So, 3 Klicks. Und ach komm, machen wir hier noch die obligatorischen 5 Klicks. 5 mm weniger Entfernung zum Boden vorne. Aber vom Fahren her, das Ding wirklich genial. Das macht riesig Laune. Das ist mir schon in der Multiplayer-Session aufgefallen, dass das Ding richtig gut geht. Man sollte halt nur manchmal von der Optik Abstand nehmen. Aber, wie heißt es schön, nicht das Äußere zählt, sondern die inneren Werte. Auf die inneren Werte kommt es an. Das wiederum trifft auf die Silvia definitiv zu. Die inneren Werte sind bei dem Ding auf jeden Fall top. Ich weiß, es ist kein amerikanischer V8, sondern japanischer kleinvolumiger Vierzylinder. Trotzdem macht das Ding Spaß. So ist es nicht. Das Ding macht auf jeden Fall Laune. Das ist noch nicht mal so problematisch, dass ein Rechtslenker ist. Weil, ihr wisst ja, mit Rechtslenkern komme ich nicht so gut klar, weil ich nie weiß, wo das Auto links aufhört. Aber es geht ja eigentlich. Das Untersteuern ist ein bisschen besser geworden durch die Änderung. Aber nur ein bisschen. Dafür schwänzelt das Heck gerade ein bisschen zu sehr. Eieiei, das kann auch knifflig werden. Ich glaube, die 130R werden wir nicht mehr flat out bekommen. Also diese Kurve hier. Das wird flat out
nichts werden. Bisschen schneller als das gerade sollte drin sein. Aber nicht flat out. Und tschüss. Super. Ich wollte gerade die Original-Degner-Variante nochmal abfahren, so wie das damals eben war, früher vom Krieg. In 80ern bis 87. Ein bisschen was hätte ich hier ganz gerne noch, wenn es geht. Haben wir noch einen? Nee? Anschlag? Auch Anschlag. Oh-oh. Das kann was werden gleich. Ich habe noch keine Idee, wo wir im Vergleich zur KI stehen. Ob wir wirklich 3 Sekunden pro Runde langsamer sind oder ob es halbwegs geht. Hey, yes, das. Oh ja. Da brauchst du schon einen feinfühligen Gasfuß. Den ich natürlich nicht habe, wie wir alle wissen. Kann ein Rennen werden. Zum Wegwerfen. Ja, schauen wir mal. Suzuka auf jeden Fall eine interessante Strecke. Das Auto ist cool. Ich denke, die Kombination an sich ist auch cool. Ich bin halt nur nicht unbedingt immer in der Lage, das Maximum da noch rauszuholen. Ich sehe nichts. Zu viel Heckflügel. Ah, da ist doch was. Ich sehe aber nicht, was es ist. Eieieiei. In die andere Richtung geht's. Oh, ne Silvia. Guten Morgen. 570 PS ist das Ding eigentlich ziemlich untermotorisiert. Die Corvette hat 700. Fabka hat irgendwie so 800, glaube ich. Und ungültig. Super. See what you macht, Sporty. Sorry. Gib Gas. Na, da können wir ganz gut aufholen auf die Silvia. Und da steuern, driftend, rutschend. Ah, Mann. Das kann gleich echt spaßig werden im Rennen. Das sollte mir nicht allzu oft passieren. Das kostet nämlich Zeit. Guten Morgen mit einer C3. Gleich motorisierte Skyline.
Au! Ach nö, ach komm, ach Leute, ach muss das denn sein? Ach Mann. So ein leichter Stupser am Heck und schwupps waren wir weg. Naja. Wir starten von ganz hinten, brauchen wir uns nicht angucken. Bin mal gespannt, wie gut das jetzt ausgehen wird. Befürchte nicht so gut. Jo. Den Startschuss völlig verhauen. Ziemlich viel Verkehr hier gerade. Aua. Leute, macht dort sowas nicht. Könnt ihr nicht einfach vor mir in die Eisen gehen. Wir müssen nur eine Stelle zum Vorbeirollen finden. Ich glaube, so von der Pace sind wir gar nicht so schlecht, wenn wir das Auto mal auf der Strecke behalten würden. Starten wir nochmal. Mann, ich hasse das. Wenn die, sobald sie das Auto ein bisschen verlieren, voll in die Eisen gehen auf der Ideallinie, das kann ich nicht ab. Dabei habe ich doch gerade die KI noch gelobt, dass ich so gerne gegen die fahre. Hä? Gas, gib Gas, gib Gas. Deutlich besserer Start als gerade. 1/14 weniger verloren. Ja, er hier auch, ne? Bleibt wieder mitten auf der Ideallinie stehen, nur weil er gerade angeschoben wurde. Darauf musst du erstmal reagieren, in der Kürze der Würze. Würde ein echter Spieler nie machen, oder ein echter Fahrer. Oh, jetzt habe ich rausgekegelt, jo. Wir sind gerade auf der 7. Monster, weg da! Schieb dein Chevy da weg! Auch wenn das Ding geil aussieht von hinten, wie ein Porsche 911er Heck immer noch. Und eigentlich den geilsten Klang hat im Set. Durch diese leichte Kollision sind wir jetzt deutlich zurückgefallen. Komm, Turbo. Peitsch uns nach vorne. Lockup vor der ersten Linkskurve hier. Viel Zeit nach vorne verloren. Immerhin liegen wir noch auf der 8. Hier müssen wir wohl ein bisschen später bremsen vor der Schikane. Eine Sekunde verloren auf unseren direkten Vordermann im letzten Sektor. Stoppt da draußen. Das ist nicht unbedingt die Ideallinie, Jungs. Okay, ich brauche von der Ideallinie momentan nicht reden, das weiß ich auch. Im ersten Sektor kommen wir richtig gut durch. Da haben wir jetzt schon wieder 1,5 Sekunden aufgeholt. Gut, da stand auch irgendwo einer mal quer, weswegen die hier vorne Zeit verloren haben.
Rausbeschleunigen haben wir gerade 2/10 allein liegen lassen. Ah, und jetzt haben wir wieder ein bisschen aufgeholt. Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus von der Pace. Wir müssen es nur beisammen halten. Da geht, glaube ich, noch ein bisschen mehr in der Kurve in der 130 her. Sechs Zehntel näher dran als letzte Runde. Ne, eine Sekunde sogar knapp. Was war das? Was hat denn jetzt untersteuert hier, der Kleine? Die Kleine. Ha, Mann! Nur noch 10 Minuten, um irgendwas aus dieser Position zu machen. Naja, 2 Sekunden verloren gegenüber letzter Runde an dieser Stelle. Das Auto hat immer noch zu viel untersteuern, wie ich finde. Vielleicht hätte ich doch den 2. nehmen sollen in der Kurve. Die fahren sich da neue Bestzeiten rein, das gibt's ja gar nicht. Wo bleibt uns bei uns die Uhr stehen? 2:07. Okay, die Runde haben wir auch 2 Sekunden verloren. Das heißt, 2:05 wäre realistisch. Immer noch viel zu langsam, 1,5 Sekunden dann. Aber wir machen Fortschritte. Ein bisschen übersteuern, das Untersteuern kurieren. Und alles ist gut. Der Abstand nach vorne wächst trotzdem gewaltigst. Ich werde wohl noch ein paar Proberunden in Suzuka drehen müssen vor dem nächsten Rennen. Schade, das macht aber wirklich Laune mit dem Ding hier. Oh,
das war aber keine Ideallinie, Swaddy. Was mit dem Monster da hinten dran auch mit Lichtsignalen anzeigt. 2038. Leutchen, 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 wartet doch mal auf mir. Immerhin ein bisschen besser gewesen jetzt mit der 2065. Aber unsere schnellste war bisher eine 205. So weit raus. Und jetzt ist der Monster erstmal vorbei, oder? Nein. Gut, jetzt müssen wir ihn abhängen hier in diesen Kurven. Also eine 205 ist das, was wir realistisch gesehen fahren können. Wenn wir es denn können. Ich bräuchte aber noch ein paar Runden, um mich ans Auto zu gewöhnen, an die Strecke zu gewöhnen. Aber das ist leider bei der Rundenlänge immer so schwierig. Da ist sofort die Zeit rum, bis du mal eine Runde gefahren bist. Ja, nach vorne verlieren wir leider immer weiter. Und von hinten drückt der Chevy dick und Monster. Und das war zu eng angefahren. Aber viel zu langsam. .203799. Jungs, jetzt reicht's aber langsam mal da vorne. Die unterbieten sich momentan. Ich finde das nicht mehr gut. Wir haben noch drei Runden, also zwei plus diese hier. Ja, doch, doch werden wir haben. Wenn die weiter so schnell fahren, wären es noch zwei plus diese hier. Solange müssen wir diesen Chevy hinter uns halten. So, komm zurück auf die Strecke. Hinter uns kommen die Gegner immer näher zusammen. Was ich auch nicht geil finde. Ups, das war ein bisschen zu weit raus. Aber die Penalten sind ja zum Glück ausgestellt. 2036. Ey, die werden immer schneller. Was los? Ich hatte gerade echt Schiss, dass ich jetzt an der Boxenwand hängen bleibe. Eingelenkt. Und auch hier zu viel Gras mitgenommen.
Ne, unsauber. Die Reifen können nicht abbauen, das weiß ich. Das fühlt sich aber momentan fast so an. Das ist aber einfach nur eine völlig falsche Linie, die ich jetzt mittlerweile drin habe. Und ihr seht, hinter uns die Leute reihen sich auf und wollen vorbei. Wir können uns zum Glück in diesen S-Kurven ordentlich Abstand machen, bevor sie dann im Rest der Strecke wieder aufholen, wie zum Beispiel jetzt in dieser Hanan-Kurve. Weil ich das Auto fast verloren habe. Wir hatten Glück, dass wir am Start so viele Plätze geschenkt bekommen hatten durch diese KI, die sich da irgendwie rausgedreht hatte. Und alle anderen aufhielt. Aber wir haben irgendwie ist keine allzu große Chance, hier mit den Leuten zu kämpfen. Ich meine, wir können sie jetzt seit Runden hinter uns halten, das ist gut. Und wir hatten auch auf den Williams vor uns ein bisschen aufschließen können, zeitweise. Aber insgesamt reicht es da doch leider noch nicht so ganz für eine ordentliche Pace. Ich denke mal, das liegt einfach dran, dass wir noch zu wenig Fahrpraxis mit diesen Autos hier haben. Oh nein, jetzt habe ich es kaputt gespielt. Scheiße. Oh nö. Wir waren gerade noch auf der 8. Jetzt sind wir auf Punkten. So doof. Scheiße. Das hätte jetzt wahrlich nicht sein müssen. Ja, ich fahr schon wieder ordentlich, ist okay. Corvette, nimm deine Nase aus meinem Kofferraum. Jetzt ist die Luft raus, absolut. Passt ja gar nichts mehr zusammen. Ja, das war klar, dass mich die KI hier anschiebt. Der dringelt auch. Ah, was ein chaotisches Rennen. Kleiner Schubser jetzt von Capri. Auto und Strecke machen ja echt Bock, auch in dieser Kombination. Nur wir brauchen noch ein paar hundert Runden, bis wir uns hier richtig eingelebt haben. Die Strecke ist halt nicht einfach. So ist es. Viel zu weit raus, viel zu weit raus, noch viel weiter raus als eigentlich geplant. Achtung! Jetzt ist es rum. Ich möchte aber nicht als letzter reinkommen. Geht das? Scheinbar nicht. Unsere Silvia da hat uns gerade den Chaos gemacht. Oh Mann. Was ein chaotisches Rennen. Was ein chaotisches Rennen. Aber trotzdem, coole Karre. Geile Strecke. Und noch vielleicht so 15 Runden mehr Übung. Dann wäre hier ein bisschen was mehr drin gewesen. Wir haben uns immerhin lange auf der 8 behaupten können gegen die Jungs hinten dran. Und wir haben ein bisschen mit der 7 kämpfen können. Ja, ein bisschen Übung. Und vielleicht eine etwas schwächere KI. Egal. Das soll es von der Silvia gewesen sein für heute. Demnächst seht ihr die nochmal im Multiplayer. Da hab ich sie auf jeden Fall mal irgendwo gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Strecke. Nächstes Mal geht es weiter mit dem dicksten Aggregat hier im Feld, dem Chevy Deacon Monza. Und danach gibt es dann den Skyline mit dem gleichen Motor wie hier in der Silvia. Und last but not least dann die Corvette C3 von Greenwood. Ja, so der Fahrplan für die nächsten NRE Custom Tracks Folgen.
Und nächste Woche Montag sollte, wenn alles richtig läuft... Nee, was erzähle ich? Lasst euch überraschen. Irgendwie wird nämlich wieder irgendwas geschoben. Wartet's ab. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch natürlich wie immer alles erdenklich Gute. Macht's gut, euer Swoddy.